Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. So, wir haben jetzt die Mission. Hier laufen Gegner rum. Achso. Shit, Sicario mit Minigun beim Lagereingang. Wir haben jetzt die Mission, ein Haus zu überprüfen. Und das macht drei. Und die Identität von einem Schmuggler oder so ein Chemie-Hypie. Gebäude voraus. Sieht wie eine Schule aus. Das Institut für Chemie, VRB Gas, das hiesige Öl- und Gasunternehmen, hat die Einwohner ausgebildet und mit Jobs versorgt. Achso, dann ist das Kartell aufgetaucht und alles wurde anders. Mal sehen, ob der Boss da drin ist. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So. Da ist auch ein Sniper. Schauen wir mal, was da ist. Na, will er nicht. Ja, nutzen Sie die Drohne, benutze ich ja. So, jetzt. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Noch ein Sniper. Noch ein Sniper. Noch ein Sniper. Sniper auf dem Dach. Junge. Okay. Okay, alles ist gut. Gut, 200 Meter kann ich ihn halt aber trotzdem nicht sehen. Ne? 200 Meter. Das sind 300 Meter. Hier war es, oder? Warte, erstmal in da unten. Sehe ich die? Ja. Gut, ich musste noch mal schauen. Ungefähr da. Nee, 180. Sind 180, genau. Ich sehe den Fluss. Wie viel ist der? Das ist ein bisschen weiter. 600 Meter, okay. Ich glaube, das ist so. Nee, ist es nicht. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Ja, der kann durch die Tannen sehen. Mhm. Verstärkung für die an. Sieh dir das an. Die Idioten laufen in die falsche Richtung. Ich
schon lustig, das, ja, also voll dämlich, aber also ich habe viel so weit nach oben gezählt. Mal schauen, ob sie uns finden. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Na komm. Ihr findet niemand. Ihr könnt zurückgehen. Der Alarm ist vorbei. An die Arbeit. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Welcher? Wieso ist das jetzt verdächtig? Der ist da vorne gestorben. Die könnte es nicht gehört haben. Die 280 ist zwischen den beiden ist interessant. Yes. Sehr gut. Nächster Versuch. Ja,
ist nur 100 Meter. Aber es... gut, die das ist ein Sniper. Wieso ist es jetzt verdächtig? Wegen dem. Runter, bevor sie dich sehen. Wie mich sehen? Wie sehen dich? Dich das gebackt. Sieht so aus. Gut. Uiuiuiui. Also mit den Long Range Schüssen, da muss ich wirklich wieder erstmal reinkommen. Die Drohne ist oben. Aber hat ja irgendwie geklappt. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Markiere Ziel. Umfeld beachten. Können wir da hoch? Ich glaube nicht. Es wäre natürlich richtig cool, hier oben zu snipen. Aber ich bezweifle, dass ich das darf. War ich. Nee. Kann ich okay, da das. Ich zähle 15. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay. Jetzt mache ich hier hoch. Kann ich vielleicht noch mal ein bisschen snipen. Wer war hier denn? Auf die Entfernung ein bewegtes Ziel zu treffen ist nearly impossible. Also ich kann's nicht. Okay. Was ist los? Okay, die da interessieren uns ja nicht. Ja, natürlich. Da es gab eine Explosion. Wir sind an uns dran, ganz ruhig. Hä? Welcher? Es gab eine Explosion? Natürlich gab es eine Explosion. Da vorne. Das sind wir aber nicht. Es explodiert da hinten. Wieso schaut die jetzt zu uns? Na gut. Ja. Roger, ich gehe eine bessere Schussposition. Sie kommen hier lang. Roger, ich sehe das. Bin schussbereit. Ja.
greife an. Der Schuss aus dem Park. Du siehst scheiße aus. In Deckung. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Da war jemand an der Türe. So. Alter, schock mich. Geh mal besser aufpassen hier. Aber wir gehen jetzt mal runter. Viele kommen dann noch. Eins. Zwei. Einer mit Maschinenpistolen. Wie scheiße das aussieht. Ah. Und das alles, weil da hinten irgendwas explodiert ist. Macht sehr viel Sinn. Da kommen noch mehr von denen. Oh ja, genau, die wissen, dass wir hier sind. Alle bereit? Feuer! Hab verstanden. Das war jetzt aber nicht interessant, dass die einfach umfallen und ich stehe viel näher am Sprengding als die. Ziel. Scheint der hiesige Buchan zu sein. Bringen wir ihn zum Reden. Okay. Tango getroffen. Ihr passt mal vorne auf und ich kümmere mich um den kleinen Dude. Hi. Na du?
coopere y todo saldrá bien. Ist schon lustig, er ist so ein Professor, ne, voll tätowiert und so. Oh Gott, nicht töten. Bitte nicht töten. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich bin nur ein Helfer, wirklich. Assistent von wem? Marcus Jensen. Er ist der Boss, okay? Er hält alles am Laufen. Wo finde ich ihn? Er soll eigentlich später am Hexenmarkt sein, aber ich weiß nicht wann. Rufen Sie ihn an. Arrangieren Sie ein Treffen. Es ist wichtig. Dann lassen Sie mich gehen. Kommt drauf an, wie überzeugend Sie sind. Hey, ich bin's. Hör mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Nein, nein, das geht nicht am Telefon. Ja, es ist wichtig. Okay. Er sagt, ich soll ihn am Hexenmarkt treffen. Nur falls Sie ihn nochmal anrufen wollten. Hey, der war voll lieb. Woman here Nomad. Der Kartellbutschon in Libertad ist ein Amerikaner namens Marcus Jensen. Okay, ich prüfe den Namen, mal sehen, was rauskommt. Machen Sie schnell, wir sind ihm auf den Fersen. Gut. Nomad, ich habe ein Video für Sie hochgeladen. Hintergrundinfos über den hiesigen Boss. Na dann. Marcus Jensen hat Chemie studiert, weil die Branche lukrativ ist. Sichere Arbeitsplätze, Krankenversicherung, 2 Wochen Urlaub, gute Gehälter und offene Stellen. Marcus wurde von La Gringa direkt von der Uni rekrutiert. Behütet wie er war, dachte er, dass er für den SB-Konzern arbeiten würde. Einen in Bolivien ansässigen Pharma-Multi, was er ja auch ist. Ihm war nur das Produkt nicht klar. Als er es schließlich erfuhr, fand er, es sei eigentlich unwichtig. Er verdiente in einem Monat mehr als seine Freunde in 5 Jahren. Und das Beste daran? Pussys. So, viele Pussys. Fast genauso wichtig, zum ersten Mal in seinem Leben genießt er Respekt. La Gringa hat Marcus am Chemischen Institut in der Provinz Libertad untergebracht. Seit 3 Jahren lehrt er Kartellmitglieder, wie man hochwertiges Kokain herstellt. Sicher, die meisten dieser Idioten fallen durch die Zwischenprüfung. Aber es scheint, als hätten sie etwas gefunden, wofür sie sich begeistern. Marcus sieht es pragmatisch. Hör mal, irgendwer macht das Kokain, irgendwer kriegt das Geld. Warum also nicht ich? Na? Stimmt genau, Marcus. Nur nicht mehr sehr lange. Ja, warum nicht ich? Gut, dann schnappen wir uns mal. Der Butchon ist ein amerikanischer Staatsbürger namens Marcus Jensen. Er will zu einem Treffen auf dem Hexenmarkt. Schnappen Sie ihn und bringen Sie ihn mir. Der Hexenmarkt. Warum nicht der Hexenmarkt? Ja. Was kann da schon passieren? Warte, ich will mal kurz schauen. Ich habe ja die neue AK-47. Hier. Achso, na, das sind ja die blöden. Warte. Aber hier. Ich will mal schauen, ob ich die auch auftun kann. Die Optik. Ja, das da. Mal Automatik. Unterlauf. Schiene. Mündung. Schalldämpfer gibt's auch. Ja, aber die macht nicht so viel Schaden wie meine letzte. Und das war. Was war meine Waffe? Die da? Ne, die da. Nee, das ist ein Scharfschützengewehr.
Lieder. Oh Mann, was war jetzt meine Waffe? Nee. Die da. Oder? Ja, MK-17, das war sie. Entschuldigung. Die Teile lau. Nee. Dann bleibe ich bei meiner. Gut, Hubschrauber. Und dann schauen wir die nächste Runde mal. Hey. Ja, nächste Runde kommt dann das Finale. Bye, bye.